was wie ein riesiges Spinnennetz aussieht und von der Dachkonstruktion der grossen Halle im Zürcher Hauptbahnhof herunterhängt, ist ein außergewöhnliches Kunstwerk. Es ist das bisher größte Objekt des brasilianischen Künstlers Ernesto Neto. Die aus ca. 10 km Baumwollstreifen geflochtene Struktur wiegt 2 Tonnen und wurde von 30 Personen während 3 Monaten hergestellt. Das Werk stellt einen Baum dar, der den Menschen Ruhe und Erholung gibt. Und tatsächlich, wer das Innere besucht, befindet sich in einer anderen Welt. Plötzlich spielt Zeit und Hetze keine Rolle mehr.
Durch die nüchterne Dachkonstruktion des Bahnhofes werden wir wieder in die Wirklichkeit zurückgeholt.